Eine Löwenjagd in Leipzig? Kann man sich da noch anmelden? Nein, das ist über 100 Jahre her. Schade. Liebe Dompteurinnen und Großwildjäger, liebe Zirkusclowns, hallo Aasfresser. Heute sprechen Vanessa und ich über die Leipziger Löwenjagd von 1913. Und unser Außenreporter Diego ist mal wieder undercover für uns unterwegs. Muss der nicht langsam mal Winterruhe halten oder sowas? Weißt du, welches Tier auf dem Leipziger Stadtwappen abgebildet ist? Was weiß ich? Ein roter Bulle? Ein schwarzer Löwe. Und wieso? Löwen leben doch ganz woanders. Das mag sein, aber Tatsache ist, in Leipzig begegnet man Löwen auf Schritt und Tritt. Im Jahre 1913 war es noch üblich, dass man Löwen und andere Wildtiere im Zirkus vorgeführt hat. Da wurden sie in enge Käfige eingesperrt und zu erniedrigenden Kunststücken gezwungen. Heute macht man das nur noch mit Menschen. Also hoffe ich. In der Nacht vom 19. zum 20. Oktober passierte es dann. Der Zirkus Barum hatte gerade sein Zelt in Leipzig abgebaut und wollte weiterreisen. Aber die beiden Kutscher von den Raubtierwagen beschlossen, an der Kneipe Graupeter in der Berliner Straße Halt zu machen und sich einen anzulöten. Lass mich raten, sie haben den Löwenwagen unbewacht gelassen. Genau. Durch einen unglücklichen Zufall kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, bei dem der Löwenwagen beschädigt wurde. 8 Tiere konnten entkommen. Die Angst, die ist so riesengroß. Der Löwe ist groß. Unser Reporter Diego ist jetzt live für uns vor Ort. Diego, wie ist denn die Lage in der Berliner Straße? Hier ist alles ruhig. Die Kneipe Graupeter existiert nicht mehr. Das Gebäude wurde vor Jahrzehnten abgerissen. Von Löwen keine Spur. Danke, Diego, nach Leipzig. Und was ist dann passiert? Die Löwen liefen frei rum. Und dann? Gab es Tote. Tote Menschen? Nein, tote Löwen. Die Polizei hat 6 von ihnen durchlöchert. Einer wurde mit einer Kastenfalle gefangen. 8 minus 7? Bleibt einer übrig. Die Löwin Polly hatte nicht so Bock, sich erschießen zu lassen und checkte im Hotel Blücher in der Blücherstraße ein. Wie, die checkte da ein? Sie sprang durchs Fenster und spazierte durch den Salon und die Treppe hoch in den ersten Stock. Da überraschte sie einen französischen Touristen auf der Toilette, der sie dann dort einschließen konnte. Unser Reporter Diego ist jetzt live für uns vor Ort. Diego, wie ist denn die Lage am Hotel? Hier ist alles ruhig. Das Hotel Blücher wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Straße heißt jetzt Kurt-Zumacher Straße. Von Polly fehlt jede Spur. Natürlich, die wurde ja wieder eingesperrt. Das Hotel Blücher und die ganze Stadt haben noch jahrzehntelang mit der Löwenjagd Werbung für sich gemacht. Und das ist die ganze Geschichte? Nicht ganz. Es gab noch eine zweite Löwenjagd in Leipzig. Weil es beim ersten Mal so lustig war. Im Januar 2018 sind 2 junge Löwenkater aus dem Gehege des Leipziger Zoos ausgebrochen. Wie das? Man weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich sind sie über den mehr als 6 Meter breiten Wassergraben gesprungen. Und dann? Ja, wie beim ersten Mal. Einer wurde erschossen. Einer eingefangen. Vor dem Löwengehege im Leipziger Zoo ist jetzt unser Reporter Diego. Diego, wie ist denn die Lage vor Ort? Hier ist alles ruhig. Von Löwen keine Spur. Natürlich nicht. Du bist ja nicht vor dem Löwengehege, sondern vor dem Eingang. Ich gleite doch nicht in den Zoo. Ich bin doch nicht Maniaco. Am Ende sperren sie mich noch in einen Glaskasten und füttern mich mit weißen Ratten. Ich weiß nicht, was ich von dieser ganzen Sache halten soll. Eigentlich gibt es keine Löwen in Deutschland. Dann bringen die Menschen sie her und dann knallen sie wieder ab. Und am Ende feiern sie sich noch dafür? Ich dachte, du würdest die Geschichte feiern. Versteh mich nicht falsch. Jeder tote Löwe ist ein guter Löwe. Aber Menschen, mal unter uns Aasfressern. Habt ihr eigentlich den Arsch...